Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. In der letzten Folge haben wir Meerwald gefunden, beziehungsweise in der letzten Aufnahmesession, und haben uns hier das erste Geschoss, die erste Stufe der endlosen Pfade von Ort Nua angesehen. Jedenfalls so gut es ging. Hier ist eine Barrikade im Weg gewesen. Genau, und hier lauerte die Spinnenkönigin. Da wollten wir auch noch nicht wieder lang gehen. Wir werden uns erstmal zurückziehen und nochmal mit dem Thron reden, wie es jetzt weitergehen soll. So. Oh, ich kann jetzt auf mein Lager zugreifen. Sollte ich eh mal bei Gelegenheit machen. Was hatte ich da nochmal? Abwehr? Trägt irgendjemand noch nichts Magisches um den Hals? Nö. Also dann kann ich das ablegen. Das ablegen. So. Und ich hätte noch diesen Ring. So. Dir hatte ich die Arbalest gegeben, genau. Das heißt, die Armbrust kann weg und deine Flinte kann auch mal weg. Und du kriegst einen Ring. So. Jetzt will ich mal kurz bei den Verbrauchsgütern. Das ist... Ah ja, hier genau reingucken. Kleiner Trank der Erholung kann hier raus. Das ganze Bierzeug kann theoretisch hier mal raus. So. Trank der flinken Füße kann da auch raus. Und die ganzen Schriftrollen. So, sodass nur noch Zutaten eigentlich hier drin sind und ein paar Fallen. Genau. Kann ich das nämlich ein bisschen verteilen. Du kannst zum Beispiel den Ausdauertrank haben und die Dinger hier. Du kannst das Bier haben. Trank der flinken Füße. Hat keiner was frei gerade. Das heißt, du kriegst mal alle Schriftrollen. Ah, ich habe doch hier einen Trank der flinken Füße schon. Sehr gut. So, und die Sachen hier. Schadensreduktion. Verfassung. Okay. Und ja, ich glaube, die Zauberbücher können wir bis auf die besonderen. Also Meerwalds Zauberbuch. So, sortieren wir das Ganze mal ein bisschen. Die Zaubermacherwälzer können wir verkaufen, denke ich mal. Ich kann nur gucken, dass ich die Zauber daraus lerne. Einen sollte ich behalten. Jo. Das gucken wir bei Gelegenheit. Wir hätten zwar genug Gold, aber... Ah, you're right. No sense listening to that old bam part. Damn Virago, not now! Was? Hast schon recht, dem alten Deppen zuzuhören, macht es keinen Sinn. Okay, Alof hat definitiv eine zweite Persönlichkeit, was ich jetzt schon wieder toll finde, weil das ist mir in der letzten Aufnahmesession schon ein bisschen aufgefallen, während wir mit Meerwald gesprochen haben. Das Spiel ist recht düster. Ist Baldur's Gate ja eigentlich auch. Aber es gibt trotzdem immer noch den schwarzen Humor im Baldur's Gate und ich fand, bis jetzt kam der irgendwie hier etwas zu kurz. Aber gerade solche Szenen heitert das dann doch wieder etwas auf. Gut. Dann mal zurück zu der Statue und mit ihr sprechen. I felt Meerwald's passing. You slew him.
mehreren von ihm. Ja, wir haben ja alle seine Existenzen erschlagen. Ich spürte mehrmals Ableben. Hast du ihn erschlagen? Er ließ mir keine andere Wahl. It saddens me to hear it. But part of me is grateful to no longer have to wait and worry in darkness. Die Burg wogte es einen Moment lang still. Die Luft scheint kühler zu werden. Das zu hören stimmt mich traurig und dennoch ein Teil von mir ist dankbar, dass ich nicht mehr in der Dunkelheit warten und mich sorgen muss. This place has always known its master, long as it's had one. It has a will all its own, which has little to do with the castle and much to do with the land it's built on. It looks to you as Meerwald's successor now, whether you care for it or not. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. But in the right hands, it could be so much more. If you had only seen it in its day, will you stay? Dieser Ort hat seinen Herrn schon immer gekannt, solange er einen hatte. Er hatte seinen eigenen Willen und das hat kaum etwas mit der Burg, sondern vielmehr mit dem Land zu tun, auf der sie gebaut ist. Ja, die Ruinen da unten wahrscheinlich, hä? Anscheinend sind sie nun mehrmals Nachfolger, ob sie wollen oder nicht. Ja, danke, jetzt wird mir das aufgezwängt, hä? Was für eine zweifelhafte Ehre, eine zerborste, verfluchte Festung zu erben. Ja, sehr tolle Ehre. In den richtigen Händen aber könnte sie so viel mehr sein. Oh, wenn sie sie nur zu ihren Glanzzeiten gesehen hätten, werden sie bleiben? Was sollte ich schon mit einer Ruine anfangen? Ich wollte schon immer eine eigene Burg haben, auch wenn sie ein bisschen verflucht ist. Ja, sehr toll, Hagrim. Meerwald sagte, dass ich zur Stadt des Trutzes gehen und dort nach der Königin suchen muss. Die Energie scheint urplötzlich aus der Luft zu verschwinden. Aha. Wenn Sie nach Trutzbucht wollen, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass Ihr langer Weg umsonst gewesen ist. Der östliche Wachturm ist vor Jahrzehnten eingestürzt und Meerwald hat es nie geschafft, ihn wieder aufzubauen. Die Straße endet hier in einer Sackgasse. Er war sogar schon so weit, das notwendige Baumaterial zu sammeln, bevor er geistesabwesend wurde. Ich könnte dafür sorgen, dass sie repariert wird, wenn das ihr Wille ist. Als das aufhörte, der Wille des letzten Herrn zu sein, war ich nicht mehr in der Lage, etwas daran zu ändern. Denn was bin ich schon außer das Werkzeug meines Herrn? Das würde sicherlich Zeit in Anspruch nehmen, aber weitaus weniger als einen anderen Weg nach Trutzbucht zu finden. Fragen wir erst einmal, was hat es zur Folge, der Herr von Ketnua zu sein? Nur mit der Instandhaltung einer Burg sind viele Verantwortungen verbunden. Wie sehr Sie sich engagieren möchten, liegt natürlich ganz bei Ihnen. Ich bin unter anderem deshalb hier, um Ihre Abwesenheit hier für einen reibungslosen Ablauf der Dinge zu sorgen. Vorausgesetzt, wir haben vorher entsprechende Befehle erhalten. Wir? Wenn Sie mich unterweisen, welche Reparaturen Sie als nächstes vornehmen wollen, werde ich die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie werden einige Zeit in Anspruch nehmen, doch sie werden Ihnen auch zusätzliche Ressourcen verschaffen, wenn sie abgeschlossen sind. Wenn wir einen Ort dafür hätten, könnten wir Händler anheuern, um sie mit Vorräten oder Zutaten zu versorgen. Die Festung zu reparieren wird die Prestige steigern und sowohl hilfreiche Personen als auch ungebetene Aufmerksamkeit von Banditen und Opportunisten anziehen. Wenn wir im Gegenzug die Sicherheit der Festung steigern können, müssen wir uns darum jedoch weniger sorgen. Sie sollten aber wissen, dass diese Position mit einem Risiko verbunden ist. Ihr Name wird einen Ruhm gewinnen und Sie werden Bedrohungen abwehren müssen. Oder gibt es andere Dinge? Kann ich dort so etwas für mich tun? Für euch tun? Für Sie tun? Was meinst du mit Risiken? Meerwalds Fluch betraf nur ihn, der Fluch eines Wächters. Seinen Nachfolgern aber erging es nur wenig besser. Seinen Nachfolgern? In der Burg gibt es eine Präsenz, oder besser gesagt unter ihr, ja, die Ruinen. Zumindest haben alle, die zu diesem Ort gekommen sind, diese Schlussfolgerung gezogen, da die Geister, die noch immer in den endlosen Pfaden verweilen, oft von einem Meister in der Tiefe sprechen.
Jeder Versuch, hier eine Silo zu etablieren, ist fehlgeschlagen. Seit der Zeit unserer edrianischen Kolonisten. Von den endlosen Pfaden erheben sich Biester, bis der neue Herr oder die neue Herrin nicht mehr ist. In der Tiefe lebt dieser Meister, scheint keinen Rivalen zu tolerieren. Von Zeit zu Zeit habe ich furchtlose Entdecker gesehen, die verantwortlich in die Tiefe gestiegen sind und niemals wiedergekehrt sind. Das ist die Macht, die verhindert, dass aus Kate nur mehr als eine nutzlose Ruine wird und die mich an all diese meiner Hoffnungen beraubt hat. Die endlosen Pfade. Dorthin müssen wir, wenn du mich begleitest. Welche Teufel auch dort laufen, bedenke auch, welches Wissen wir finden werden. Vielleicht spricht dieser Meister Edarianisch. Was sind die endlosen Pfade? Die endlosen Pfade von Odnur. Das ist der Name, der dem Labyrinth unter der Burg gegeben wurde. Der Graf, er. Wir wurden von den Glanfatanern gewarnt, dass dieser Ort verflucht sei. Mit dieser Warnung ist außerdem eine Legende verbunden, die wir damals für unbedeutend hielten. Man sagt, dass die Ruinen von einem mächtigen Engwifader namens Odnur gebaut wurden, der hier herrschte, bis sich das Volk gegen ihn erhob. Sie zerstörten seine endlosen Pfade und füllten viele der oberen Tunnel mit Erde und Stein. Kein Lebender weiß, wie tief nach unten sich die Tunnel erstrecken, nur wenige, die dorthin gegangen sind, kehrten wieder. Es gibt viel Gerede über Reichtümer und Schätze. Allein die Aussicht auf Engwitan-Reliquien hat viele Glücksritter gelockt. Und zwar in ihren Tod fürchtig. Wir haben da unten Diebe getroffen auf der ersten Ebene. Okay. Die sind voll dort festgesessen. Fragen wir mal, wer der Meister ist. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dabei muss es sich um den Mann handeln, der die endlose Pfade geschaffen hat. Den engwitanischen Tyrannen Odnur. Manche behaupten, dass sein Geist noch immer da ist. Oder dass er diesen Ort zumindest verflucht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel von seiner Arbeit übrig ist, denn die Ruinen gibt es schon seit über 1000 Jahren oder noch länger. Das aber, was übrig ist, ist beeindruckend. Der Graf fand das mit Sicherheit so. Vielleicht haben sie, während sie dort unten waren, die Hand der großen Statue gesehen, die Odnur erbaut hat. Vielleicht ist sie sogar eine Statue von Odnur selbst. Aber ich bin nicht der Herr von Kitnur. Natürlich sind sie das. Die Burg würde keinen anderen Herrn akzeptieren. Die endlosen Pfade dagegen sind eine völlig andere Geschichte. Unglücklicherweise sind sie sehr eng miteinander verbunden. Ja, ganz toll. Das heißt, ich muss auf der einen Seite Räuber abwehren, die von draußen reinkommen wollen, und von der anderen Seite muss ich das Übel aus der Tiefe abwehren. Wo bin ich hier in Moria gelandet? Kleiner Witz am Rande. Wenn sie sich nicht um den Meister in der Tiefe kümmern, wird der Burg immer eine Gefahr aus dem Inneren drohen. Ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal. Wenn sie aber bleiben werden, wenn sie der Herr des Ortes werden möchten, dann kann ich ihnen nur dazu raten, diesen Feind zu besiegen, bevor er sie vernichten kann. Ich habe andere Fragen. Wie kann ich den Wachturm reparieren? Merwald hat das Baumaterial für den Wachturm eingelagert und es steht ihnen immer noch zur Verfügung. Wenn sie in Zukunft weitere Reparaturen an der Burg durchführen möchten, müssen wir Material und Arbeitskräfte kaufen. Weggehen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Königin in der Stadt des Trutzes zu finden. Sie müssen wissen, dass diese Königin, nach der sie suchen, Trutzbucht hat keine Königin. Die Macwins von Edir haben hier seit dem Krieg nicht mehr regiert. Die einzige Königin mit ernstzunehmender Macht dort ist Voidika. Angeblich hat man dort ihr zu Ehren einen exquisiten Tempel errichtet, aber ich konnte ihn mir niemals selbst ansehen. Wenn sie dorthin gehen müssen, können wir gleich mit der Reparatur des Wachturms beginnen. Sie müssen nur sagen, was sie vorhaben, dann werde ich die notwendigen Vorbereitungen treffen. Merwald hat tatsächlich ein Bestandsbuch geführt, das zu aktualisieren ich mir erlaubt habe. Sie können hier einen Blick hineinwerfen, wenn Sie wollen.
Lass mich sehen, was ich reparieren kann. Dann werden wir sofort aufbrechen. Die Stimme der Burgwirte ist voller Aufregung. Sie müssen wissen, mein Fürst, dass nur die erste und geringste von vielen großen Unternehmungen ist. Die Festung beinhaltet schon seit Jahren eine Vielzahl an Dienern und schönen Gebäuden. Wenn Sie es wünschen, so können wir einige der umliegenden Gebäude reparieren. Das würde Ihnen einen Reichtum und Anerkennung bringen und viele werden in Ihren Diensten eintreten wollen. Wenn wir die Verteidigung wieder aufbauen, wird Ihre Festung nicht mehr überfallen, wie sie es unter Mehrwalds Führung gewesen ist.